Liebe Schwestern, liebe Brüder, von den unzähligen Figuren des Tagesheiligen, die auf den Brücken stehen, fiel mir in den letzten Tagen eine besonders interessante auf. Johannes Nepomuk, dessen Rückseite gleich ist wie die Vorderseite. Ein Johannes Nepomuk mit zwei Gesichtern, der in beide Richtungen schauen kann. Also wenn man es anschaut, denen, die auf der Brücke stehen und denen, die auf dem Fluss unterwegs sind. Ein wenig ist das Schicksal des Heiligen, wie es ihm in der Kirche und in der Kirchengeschichte ergangen ist, genau so. Ein Heiliger, der zwei Seiten hat. Wenn wir heute das Tagesgebet hören, das Zusammenfassen unseres eigenen Betens, dann ist davon die Rede, dass wir dankbar sind, dass er die Kraft hatte, die Rechte der Kirche zu verteidigen. Dieses Gebet hätte vor wenigen Generationen noch und Jahrhunderte davor niemand verstanden. Man hätte gesagt, ja, warum, was, wie Rechte der Kirche verteidigen? Nepomuk ist gestorben, weil er das Beichtgeheimnis bewahrt hat. Das ist sein Martyrium, weil er es nicht preisgegeben hat. Deshalb ist es, wie die Reliquien in den neuesten Untersuchungen noch zeigen, auf grässliche Weise gefoltert worden. Deshalb kann man an diesen Reliquien noch die Knochenbrüche sehen. Und diese Zunge, die man in einem eigenen Reliquiar verehrt, sie war stumm und sie gehört zu diesem Heiligen. Ist nicht irgendetwas. Was hat sich geändert, dass wir heute in der erneuerten Liturgie nicht mehr in der Lage sind, dafür zu danken, dass jemand das Beichtgeheimnis bewahrt hat? Unsere Beichtkapelle hat sein Patrozinium. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass in unseren Breiten dieses Sakrament gestorben ist. Wir haben es mehr oder weniger feierlich zu Grabe getragen. Wozu also einen Patron feiern, der das Beichtsiegel bewahrt? Das versteht man natürlich in einem Land, in dem nicht mehr gebeichtet wird, nicht mehr. Aber unsere Oration im Messbuch ist nicht einfach frei erfunden. Denn dieser Kanzler und Generalvikar seines Erzbischofs hat sehr wohl die Rechte der Kirche verteidigt. Er hat eben beides getan. Er war eben nicht nur ein Generalvikar und damit ein Politiker seines Erzbischofs, sondern er war durch und durch Priester. Und genau diese Kombination macht Nepomuk so spannend. Und deshalb ist diese Figur so spannend, weil sie genau das gleiche Gesicht hat, auf der Vorder- und auf der Rückseite. Ganz genau gleich. Es ist der gleiche, derselbe Nepomuk. Man hat ihm oft unterstellt, oder der Kirche oft unterstellt, dass er ja erst in der Barockzeit so richtig Konjunktur hatte, also angefacht durch die Jesuiten natürlich, in einem Programm der Rekatholisierung, um eine Gegenfigur zu haben zu Johannes Hus, den man dann auf dem Konzil von Konstanz verbrannt hat. Johannes Nepomuk ist eine Generation oder zwei Generationen früher als Johannes Hus. Aber das ist dann doch ein bisschen zu politisch gedacht. Der sogenannte Sensus Fidelium, der Sinn der Gläubigen, unabhängig von allem, was gerade so Welle und Mode ist und was sich dann manchmal auch im Messbuch niederschlägt, hat in Johannes Nepomuk immer beides erkannt. Die unglaubliche Hochachtung, dass jemand bis zum Verbluten, er war wahrscheinlich, als man ihn über die Moldau-Brücke warf, schon tot. Das konnte man feststellen. Man hat ihn also zu Tode gefoltert. Dass man ihm nicht eine Silbe entlocken konnte von dem, was man wissen wollte, aus dem geschützten Geheimnis, aus seinem Schweigen. Davor hat das gläubige Volk immer Hochachtung gehabt. Offenbar ist es auch eine Seltenheit in der Kirche. Einmal, dass diese Situation entsteht, aber auch das durchzuhalten. Wenn Jesus hier in den letzten Stunden seines Lebens den Aposteln Mut macht, dann wurzelt jeder Mut der Märtyrer in diesem Zuspruch Jesu. Wenn Jesus selber vor der Passion steht und er selber vor seinem Richter den Mund nicht auftut, sondern für die gesamte Menschheit die Passion auf sich nimmt, da
damit Ostern werden kann. Das ist die Kraft, ja, wenn man so will, die priesterliche Kraft, die Johannes Nepomuk erfüllt hat, die ihn nicht nur zu einem guten Generalvikar, sondern zu einem hervorragenden Priester, einem heiligmäßigen Priester gemacht hat. Und wir verehren ihn zu Recht, aber beides. Es ist nicht besonders gut, eine Seite, wenn sie nicht mehr gefragt ist, unter den Tisch fallen zu lassen. Im Gegenteil. Gerade müssten wir ihn heute als Patron anrufen. Heute auch hier in unserem Land, dass er uns hilft, dieses heilsame Sakrament der Buße wieder zu entdecken. Dass die Priester es für sich zunächst einmal selber entdecken. Um dann anderen im Namen Christi Vergebung sagen zu können. Im Namen der Kirche. Genau beides ist heute so wichtig. Wo wir uns als Kirche oft verbiegen und im Sinn der politischen Korrektheit uns um Kopf und Kragen reden, da wo wir vielleicht besser schweigen sollten. Und da wo Schweigen angesagt ist, da werden wir zu Plaudertaschen. Johannes Nepomuk weist genau eine rechte Mischung auf, eine Mischung, die aus dem Evangelium stammt und weshalb wir ihn zu Recht in Ehren halten.